die Erfahrung mit dem Architekturhintergrund, dass Solidarität auch Räume braucht. Welche Infrastruktur konnten wir mitbieten, damit bestimmte Stimmen sichtbar und hörbar werden? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität, der Videoserie der Berlin University Alliance. Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird oft erwartet, dass sie uns dabei helfen, unsere Welt zu verstehen, indem sie uns Zusammenhänge zeigen, die wir noch nicht kennen. Im Projekt Transforming Solidarities haben die transdisziplinär Forschenden genau das gemacht. Sie blicken dahin, wo wir sonst nicht hinschauen. Ihr Thema? Der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Die Psychologin Asita und der Architekt Moritz waren dafür viel im öffentlichen Raum unterwegs. Mit dabei ein Kiosk der Solidarität und das Ziel, durch Transdisziplinarität den Austausch mit der Zivilgesellschaft zu fördern. Weil nur so die Anliegen von verschiedenen Gruppen in der Forschung sichtbar gemacht werden können. Transforming Solidarities ist ein Projekt, das von der BUA gefördert wurde und das die Solidarität in der Migrationsgesellschaft untersucht. Und das ist so ein großes Thema und da braucht es nicht nur sehr viele verschiedene Fachdisziplinen, sondern tatsächlich im transdisziplinären Sinne, um soziale Wirklichkeit zu verstehen, weil das ist das eigentlich, worum es geht. Also die große Frage der Solidarität, was hält unsere Welt zusammen? Und nicht einfach nur mit Solidarität, sondern dazu gab es die These zu sagen, wir leben in einer Migrationsgesellschaft, deshalb wollen wir Solidarität in der Migrationsgesellschaft untersuchen. Wir haben überlegt, wie können wir aus der Uni herausgehen und in die Gesellschaft rein, weil wir die drängenden Fragen der Transformation nicht nur top-down quasi von oben herab anschauen, analysieren, diskutieren wollten, sondern mit den Leuten zusammen, die die Stadt herstellen. Und das war bei uns in den Feldern Arbeit, Gesundheit, Wohnen, vor allem Initiativen, die in dem Bereich aktiv sind. Gesundheit spielt auch bei der Arbeit eine Rolle. Wenn Wohnen krank macht, spielt Gesundheit eine Rolle. Das heißt, in all diesen drei Feldern, die können wir nur überlappend verstehen. Und wenn wir mit Initiativen gesprochen haben in der Stadt, dann ist uns genau das begegnet. Auch wenn wir mit Initiativen gesprochen haben, die sich zu engagiert haben, dass es mehr Wohnraum in der Stadt gibt, die haben argumentiert mit, dass Wohnen oder keine Wohnung haben krank macht. Menschen, die sich mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt haben, haben das Gleiche gesagt. Haben gesagt, wenn die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dann werden die Menschen krank und so weiter. Das heißt, wir haben schnell gemerkt, wir brauchen da das Interdisziplinäre und das haben wir erfahren über das transdisziplinäre Arbeiten. Und ich habe vor allem aus der Disziplin der Architektur, des Urban Designs, die Methode des Mappings mit reingebracht, so als eine offene Methode, erstmal um Wissen zu sammeln, ganz unterschiedliches Wissen, Praxiswissen, akademisches Wissen, um das quasi überhaupt in Berührung zu bringen. Wenn man bei einem Forschungsprojekt über Sichtbarkeit spricht, denkt man oft eher an Ergebnispräsentationen und an Abschlusskonferenzen. Wir haben gesagt, wir wollen tatsächlich sowas wie eine Infrastruktur auch mit sein und wir haben Fellows eingeladen, ganz internationale. Wir haben Podien gemacht, tatsächlich mit Praxispartnerinnen. Von Anfang an hatten wir die Idee, dass wir auch was zurückgeben wollen und dass wir so eine Art Win-Win-Situation schaffen wollen und dass wir nicht mehr Arbeit erzeugen für die Initiativen, sondern eher so eine Unterstützungsstruktur sind, die Ressourcen mitbringt, die Wissen mitbringt, die Netzwerke mitbringt, um bestimmte Anliegen der Initiativen zu unterstützen und da eher so eine Infrastruktur mitzubringen und wo so ein hybrider Raum entsteht dann zwischen Aktivismus, Wissenschaft und Nachbarschaften. Die Funktion vom Kiosk vor Ort ist Sichtbarmachung. Es ist einfach vielleicht auch die Erfahrung mit dem Architekturhintergrund, dass Solidarität auch
Räume braucht, nicht nur im Stadtraum, sondern auch, selbst wenn es nur temporäre sind, Orte der Begegnung, Vernetzung, des Miteinanders überhaupt möglich macht. Wir haben den Initiativen, die unsere Praxispartner waren, mit denen haben wir uns getroffen, haben gesagt, hättet ihr Lust, den zu nutzen für eure Anliegen. Und wir haben dann als Projekt beschlossen, wenn dieser Kiosk durch die Stadt geht, der war am Leopoldplatz, der war an Kreuzberg, der war in Neukölln, im Rollbergkiez, überall unterwegs. Wir mischen uns nicht ein in das, was die Initiativen dort machen. Und wir machen auch an dem Kiosk keine Pressekonferenz, weil es nicht darum ging, das Projekt sichtbar zu machen, sondern eher das, was die Aktivistinnen, die Initiativen, was die tun. Und wir gucken uns eher an, wie sie das tun und fragen sie auch dazu, warum ist euch genau das wichtig? Eine Frage, die an unser Projekt häufig gestellt wurde, häufig von Journalistinnen, aber auch von anderen Forschenden, ist das eigentlich Forschung, was ihr macht? Und das ist eine Frage, die transdisziplinäre Projekte häufig gefragt werden, weil sie durch dieses, ich habe das Beispiel mit dem Kiosk gesagt, oder auch Veranstaltungen, die wir mit Praxispartnerinnen machen, natürlich direkt in den Raum intervenieren. Und die Frage ist, was macht ihr da eigentlich? Und wir haben gesagt, im Sinne von, ich habe das vorhin gesagt, Bourdieu hat das schon gesagt, die soziale Wirklichkeit verstehen geht nur, indem soziale Wirklichkeit auch mit verändert wird, weil immer, wenn ich in einen Raum gehe, verändert sich der Raum. Der Kiosk, der kommuniziert einerseits nach außen, aber für viele Initiativen war das auch ein Event, wo viele innerhalb der Initiative zusammengekommen sind und sich neu organisiert haben und Sachen ausprobiert haben. Und ist ein Ort, wo gemeinsam Wissen produziert wird. Gemeinsames Wissen im Austausch mit der Gesellschaft zu produzieren. Das ist das Ziel von transdisziplinärer Forschung. Wie dieses Wissen überhaupt sichtbar gemacht werden kann, damit haben sich Moritz und Asita beschäftigt. Auch die anderen Forschenden aus Wissenschaft und Praxis wollen, das haben wir in den letzten Episoden gehört, ihre Perspektiven erweitern und die Zukunft mitgestalten. Was sie dazu motiviert, neue Wege zu gehen, das erzählen vier von ihnen im nächsten Video.